Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich im Namen der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek heute zu unserem zweiten Vortrag in der Reihe Die Revolution geht durch die Schweiz, 100 Jahre Zimmerwalder Konferenz im Kontext. Wir starten diese Reihe wieder mit etwas technischen Herausforderungen. Wenn Sie das vielleicht gesehen haben, der letzten Podcast, da hatten wir noch ein dunkles Bild. Jetzt hat uns die Switch-Software offenbar ganz verlassen. Das wird also nur in Form von Audio zur Verfügung stehen. Umso einmaliger ist quasi jetzt die Gelegenheit, direkt unseren Referenten heute Abend zu hören. Ja, letztes Mal sind wir gestartet mit einem Überblick über individuelle, transnationale Begegnungen zwischen Schweizer und russländischen Vertretern und Vertreterinnen der Arbeiterbewegung. Da stand eben diese Begegnung zwischen einzelnen Akteuren im Vordergrund. Heute wird es stärker um die Beziehungen und Begegnungen zwischen Staaten gehen, nämlich zwischen der Schweiz und Russland, beziehungsweise dann der Sowjetunion und eben ihren Vertretungen, wobei auch hier, denke ich, eben einzelne Schicksale, einzelne Personen einen ganz erheblichen Anteil an den zwischenstaatlichen Stimmungen und Verstimmungen hatten. Damit ist auch schon genug von meiner Seite. Ich freue mich, Ihnen unseren heutigen Referenten vorzustellen, Peter Kollmer. Dr. Peter Kollmer hat in Zürich studiert, allgemeine Geschichte mit dem Schwerpunkt Osteuropa sowie Germanistik. Er war Assistent bei Professor Dr. Carsten Görke, was mich sehr freut, dass er heute auch hier ist, und hat dort 2002 promoviert mit einer Arbeit, die gedruckt erschienen ist 2004 bei Kronos, Die Schweiz und das Russische Reich, 1848 bis 1919, Geschichte einer europäischen Verflechtung. Er ist Zürich treu geblieben, muss man sagen, ist nämlich seit 2002 direkt nach seiner Promotion dort eingestiegen als Adjunkt des Rektors der Universität Zürich und hat daneben aber parallel ein Habilitationsprojekt angefasst, was auch länger vom Nationalfonds finanziert wurde. Es trägt heute den Arbeitstitel Verwaltete Vielfalt, herrschaftlicher Umgang mit Diversität in der frühen Neuzeit in Ost-Mitteleuropa. Für dieses Projekt war er unter anderem auch in Moskau, Warschau, München und Harvard als Visiting Scholar für Forschungsaufenthalte tätig. Ja, das sind zwei der großen Schwerpunkte. Einen dritten möchte ich ganz kurz nennen, weil das vielleicht auch viele von Ihnen interessiert. Neben eben diesen Schwerpunkten in der Beziehungsgeschichte Schweiz-Osteuropa und der frühen Neuzeit interessiert ihn auch die Migrationsgeschichte. Und er hat diese Quellenedition herausgegeben, die besten Jahre unseres Lebens, Russlandschweizerinnen und Russlandschweizer in Selbstzeugnissen, 1821 bis 1999. Das gebe ich Ihnen gerne mal herum, wenn Sie da einen Blick reinwerfen. Sie können es natürlich auch bei uns ausleihen. Damit schon genug von meiner Seite. Dann übergebe ich dir das Wort und freue mich. Vielen Dank. Ich glaube, die Schweiz ist das revolutionärste Land der Welt. Es war im Sommer 1916, kurz nach den Konferenzen von Zimmerwald und Kinthal, als diese Worte vor der Zürcher Tonhalle fielen, auf einem Bänklein am See. Lenin hatte gerade im nahen Lesesaal der Museumsgesellschaft die schweizerische Verfassung studiert und dabei unter anderem auch erfahren, dass in der Schweiz den Soldaten Gewehre und Munition mit nach Hause gegeben werden. Unverhohlen begeisterte sich der russische Revolutionsführer für die Praxis einer allgemeinen Bewaffnung und für die damit verbundenen Chancen eines gewaltsamen sozialen Umsturzes. Lenins Gesprächspartner Ernst Nobs wies ihn dann darauf hin, dass in der Schweiz auch die Linken wahrscheinlich niemals versuchen würden, sich als Minderheit mit Waffengewalt über die Mehrheit zu erheben. Lenin quittierte diesen Einwand aber nur mit Verachtung und schimpfte Nobs einen Opportunisten. Gut möglich, dass Ernst Nobs, nachmaliger erster Bundesrat der Sozialdemokratischen Partei, gut möglich, dass er die Positionen etwas zuspitzte, als er dieses Gespräch mit Lenin viele Jahre später aus der Erinnerung zu Papier brachte. Eine historische Richtigkeit der Anekdote liegt aber zweifellos darin, dass in den damaligen Begegnungen zwischen der Schweiz und Russland das Thema der Revolution immer wieder eine herausragende Rolle spielte, auf der Ebene der persönlichen Kontakte,
auf der Ebene der gegenseitigen Wahrnehmungen und eben auch nicht zuletzt auf der Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, im Rahmen dieser Ringvorlesung der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek zum 100-jährigen Jubiläum der Konferenz von Zimmerwald hier einen Vortrag bei Ihnen halten zu dürfen. Das Thema meines Referats sind die Wechselwirkungen zwischen Revolution und Diplomatie im Verhältnis zwischen der Schweiz und Russland. Und meine Grundthese geht ein bisschen dahin, dass im vorliegenden Fall Revolutionsgeschichte und Diplomatiegeschichte gar nicht wirklich voneinander getrennt werden können. Weshalb das so ist und wie sich dann auch eben die Zimmerwalder Bewegung in einer bilateralen schweizerisch-russischen Revolutionsgeschichte verorten lässt, dem möchte ich in der nächsten rund dreiviertel Stunde nachgehen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir nacheinander die folgenden Punkte betrachten. Zuerst möchte ich Ihnen eine Chronologie der schweizerisch-russischen Beziehungen präsentieren, die eben vor allem herauszuarbeiten versucht, welche Rolle das Thema der Revolution in diesen Beziehungen spielt, gefolgt von einer kurzen Zwischenbilanz. Und dann in einem zweiten größeren Teil werde ich auf Zimmerwald genauer eingehen und die Bedeutung dieser Konferenz bzw. auch des Netzwerks, das dort entstanden ist, für die schweizerisch-russischen Beziehungen bzw. den diplomatischen Kontakt. Man kann die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland ganz verschieden periodisieren. Als Wegmarken können institutionelle Veränderungen dienen, zum Beispiel die Eröffnung oder Schließung von diplomatischen Posten, Konsulaten. Man kann wichtige Verträge zum Beispiel als Gliederungselemente herausgreifen oder man kann versuchen, die Beziehungsgeschichte nach ihrem politischen Verlauf zu strukturieren. Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich Ihnen eine Chronologie der schweizerisch-russischen Beziehungen präsentieren, die davon handelt, wie das Thema der Revolution oder eben auch die Angst vor der Revolution den bilateralen Kontakt immer wieder auf neue Weise prägte. Im Vordergrund steht dabei nicht so sehr die Frage, ob eine bestimmte politische Entwicklung nach strengen wissenschaftlichen Kriterien jetzt eine Revolution darstellte oder nicht. Im Vordergrund steht die Frage, wie historische Subjekte mit dem, was sie selber als Revolution wahrnahmen, umgingen. Für das gute Jahrhundert zwischen der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1814 und dem Abbruch 1919 lassen sich meines Erachtens fünf Phasen unterscheiden. Diese Phasen folgten im Prinzip aufeinander, aber zum Teil überlappen sie sich auch. Und ich werde Ihnen diese Phasen nun kurz vorstellen und dazu jeweils auch ein Bild zeigen, das mir für die Beziehungsgeschichte des betreffenden Zeitfensters besonders symptomatisch erscheint. Die erste Phase umfasst die Jahre 1814 bis etwa 1847, also die frühen Jahrzehnte des offiziellen Kontaktes. Diese Phase möchte ich mit einer Karikatur illustrieren, in der die Schweiz selber gar nicht vorkommt. Zu sehen ist Alexander I. von Russland, Zar, der mit einem Fernrohr einen geschrumpften Napoleon betrachtet und in der Bildunterschrift, die zu klein ist, dass Sie sie lesen können, aber ich lese Ihnen vor, heißt es: Zu mir nach Russland kamest du erschrecklich groß hinein, doch auf dem Heimweg nach Paris, wie wurdest du so klein? Diese Karikatur spielt auf den verlustreichen Russlandfeldzug Napoleons von 1812 und überhaupt auf die Niederlage Frankreichs an, das bekanntlich gut 20 Jahre zuvor revolutionär umgestaltet worden war. Und dieses Frankreich, das nun längerfristig eben auf der europäischen Bühne am Widerstand der übrigen Mächte scheiterte. In diesem Sinne thematisiert die Karikatur auch den Triumph der bewahrenden Kräfte über die Dynamiken der Revolution. Sie thematisiert die Wiederherstellung sozusagen oder den Versuch der Wiederherstellung der alten Proportionen in Europa. Und genau dieser restaurative Impuls bildete auch einen wichtigen Hintergrund für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Zarenreich und der Schweiz 1814. Zar Alexander war damals fest entschlossen, bei der Wiederherstellung
der europäischen Ordnung eine aktive Rolle zu spielen. Dabei schenkte er dem Bund der Schweizer Kantone große Aufmerksamkeit. In einer neutralen Schweiz, die eben wie ein Puffer zwischen den großen Mächten lag, sah das Zarenregime eine Voraussetzung für Ruhe und Stabilität in Europa. Wenn der Zar also mit Johannes Antonios Kapodistrias 1814 seinen ersten bevollmächtigten Minister mit fester Residenz in der Schweiz einsetzte, dann hat das eigentlich weniger mit der Schweiz selber zu tun, als mit dem übergeordneten Ziel, Europa nach Revolution und Krieg neu zu ordnen und zu befrieden. Russland gehörte denn auch zu den Mächten, die sich auf dem Wiener Kongress für den Fortbestand der Eidgenossenschaft stark machten und im November 1815 dann formal die ewige Neutralität und vor allem auch die territoriale Unversehrtheit der Schweiz garantierten. Nach diesen frühen Jahren, sagen wir mal freundschaftlicher Bevormundung, traten die offiziellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland spätestens 1847 in eine zweite Phase. Diese war geprägt durch die europäischen Revolutionen der späten 1840er Jahre und vor allem auch durch die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848. Die Folge dieser Ereignisse war ein ideologischer Bruch zwischen der Schweiz und den europäischen Monarchien. Ein solcher Bruch hatte sich bereits angesichts der liberalen Bewegung der Regenerationszeit seit etwa 1830 abgezeichnet. Nun aber wurde er offensichtlich und belastete eben ganz direkt auch die Beziehungen der Schweiz mit den europäischen Monarchien und auch mit dem Zarenreich. Die isolierte politische Lage der damaligen Schweiz kommt auf einer deutschen Karikatur mit dem Titel Rundumgemälde von Europa im August 1849 gut zum Ausdruck. Zu sehen sind auf dieser Karikatur die konservativen Machthaber Europas, die damit beschäftigt sind, die Teilnehmer der Revolution von der Landkarte wegzufegen, mit dem Wesen hier. In der Mitte der preußische König Friedrich Wilhelm IV., der hier gerade dabei ist, die Teilnehmer der Badischen Revolution zu verscheuchen. Dann hier ein österreichischer Offizier, der einen Exponenten des ungarischen Aufstands 1849 bedrängt und dazu auch russische Hilfstruppen ins Land geholt hat, die für ihn eben diesen Aufstand niederschlagen. Und in einer gewissen Komplizenschaft mit den anderen beiden, Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III., der hier als Präsident der Französischen Republik in einer gewissen Komplizenschaft dabei steht. Russland kommt auf dieser Karikatur nur am Rande vor, eben einerseits hier in Gestalt der militärischen Hilfstruppen, um die ungarischen Aufständischen zu bändigen. Und andererseits ist interessant auch diese ausgeblasene Kerze hier in Russisch-Polen, die sicher ein Symbol dafür ist, dass die Polen eben ihre Hoffnungen, bald sich befreien zu können von der russischen Fremdherrschaft, mit dem Scheitern der Revolution vorläufig begraben mussten. Und besonders interessant für uns ist jetzt natürlich auch die Darstellung der Schweiz. Hier Helvetia, wie eine Insel unter einem Jakobinerhut. Dieser Hut ist ein Symbol für die Revolution und zwar für eine besonders radikale Form der Revolution. Der Jakobinerhut verweist auf den Republikanismus und vor allem auch auf die Terrorherrschaft der französischen Jakobiner zur Revolutionszeit. Und gleichzeitig ist dieser Hut auch so etwas wie ein Bunker, unter dem sich oder in dem sich die Schweizer verschanzen und wo eben auch Revolutionäre aus dem übrigen Europa Zuflucht finden. Diese Karikatur, die aus dem liberalen Lager stammt, aber eben nicht aus dem radikalen liberalen Lager, diese ist für niemanden schmeichelhaft, auch nicht für die Schweiz mit ihrem Jakobinerhut. Sehr viel deutlicher aber als diese Karikatur brachten dann die europäischen Monarchien ihr Missfallen über die jüngsten Entwicklungen der Schweiz zum Ausdruck. Auch die russische Diplomatie. Der russische Gesandte Paul von Krüdener hatte die Schweiz
dieses Reich des Radikalismus, wie er es nannte, bereits 1847 voller Abscheu verlassen und das Zarenregime suspendierte vorübergehend sogar seine 1815 abgegebene Neutralitätsgarantie. Die Lage beruhigte sich dann zwar wieder, Krüdener kehrte 1855 zurück und Russland anerkannte die neue Staatsform der Schweiz. Die offiziellen Beziehungen blieben fortan aber stets durch eine ideologische Differenz und durch eine offensichtlich gewordene Unvereinbarkeit der politischen Kulturen belastet. Es gibt eine ganz ähnliche, fast zeitgleich entstandene Karikatur aus der Schweiz, die noch spezifischer das Verhältnis des neuen Bundesstaates zu Russland aufs Korn nimmt. Diese Karikatur erschien im November 1849 im satirischen Berner Wochenblatt Der Guckkasten. Und hier begegnen wir zum Teil wieder den gleichen Akteuren, also hier wieder der preußische König Friedrich Wilhelm IV., dann der österreichische Kaiser Franz Josef I. mit einer Flasche Ungarblut und einem aufgeknüpften ungarischen Patrioten. Dann im Gegensatz zur vorherigen Karikatur diesmal auch dabei der russische Zar Niklaus I. mit Knute, der Gendarm Europas, diesen Übernamen hat er sich eingehandelt. Und interessant, besonders jetzt auch dieses Rudel Hunde hier. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dass das offensichtlich die Schweizer Bundesräte sind. Also unverkennbar hier Bundespräsident Jonas Furrer mit dem Backenbart und der Brille und Ulrich Ochsenbein mit dem typischen Schnauz zum Beispiel. Und jetzt, was will diese Darstellung erzählen? Es ist sozusagen eine Geschichte, die da erzählt wird. Offensichtlich geht es darum, dass der russische Zar versucht, diese Hundeschar hier zu dressieren mit seiner Knute. Er möchte erreichen, dass sie durch diesen Ring da springen auf seinen Befehl und dann automatisch gewissermaßen diesen armen Menschen da packen, der sich verzweifelt an etwas klammert, was hier Asylrecht heißt, also ein Flüchtling. Also kurz die Botschaft dieser Karikatur scheint zu sein, schaut her, wie der russische Zar und die anderen Machthaber in Europa unseren Bundesrat dressieren, damit er auf ihre Linie einschwenkt. Ich möchte diese Karikatur als Sinnbild einer dritten Phase der schweizerisch-russischen Diplomatiegeschichte präsentieren, nämlich jener Jahre nach der Bundesgründung, in denen der diplomatische Kontakt zwischen Bern und St. Petersburg weitgehend durch Auseinandersetzungen rund um das Schweizer Asylrecht geprägt war. Diese Phase überlappt sich mit der vorhergehenden, sie dauerte aber deutlich länger als der akute diplomatische Konflikt. Schon vor 1848 hatte die Solidarität mit politisch Verfolgten in der Schweiz Tradition. Besonderes Gewicht erhielt die Asylfrage aber, als sich der junge liberale Bundesstaat gegen ein feindlich gesinntes, monarchisch-konservatives Umfeld durchsetzen und behaupten musste. Nun wurde das Recht, nach Belieben Asyl zu gewähren, denn das ist die ursprüngliche Bedeutung von Asylrecht, nicht das Recht bekommen, sondern dieses Recht jemandem gewähren. Dieses Asylrecht wurde zu einem Prüfstein der schweizerischen Souveränität beziehungsweise als solcher wahrgenommen. Die Brisanz der Asylfrage für die Beziehungen mit Russland jetzt speziell zeigte sich besonders deutlich, als nach dem gescheiterten polnischen Aufstand von 1863-64 zahlreiche Aufständische nach Westen flohen und dabei auch in die Schweiz strömten. Hier stießen die gescheiterten polnischen Freiheitskämpfer auf große Sympathie, und zwar sowohl bei den katholischen Glaubensgenossen wie auch in liberalen Kreisen. Die Polinnen und Polen profitierten davon, dass das Zarenregime in der Schweiz vor allem mit negativen Stereotypen belegt war und von vielen als barbarische Diktatur wahrgenommen wurde. St. Petersburg seinerseits warf der Schweizer Regierung nun vor, den Aufruhr in Polen systematisch zu begünstigen. Im Clinch zwischen dieser Polen-Euphorie der Schweizer Bevölkerung oder breiter Teile der Schweizer Bevölkerung, unter anderem ist bekannt, dass sich auch Gottfried Keller sehr für die Polen engagierte,
im Clinch zwischen dieser Polen-Euphorie einerseits und eben der Verstimmung der russischen Regierung andererseits nahm der Bundesrat Zuflucht zu einer Doppelstrategie auf der Ebene der ideologischen Prinzipien verteidigte er kompromisslos das schweizerische Asylrecht als eine ewige nationale Tradition. Auf der Ebene der administrativen Praxis dagegen setzte er sich gleichzeitig dafür ein, dass die polnischen Flüchtlinge das Land möglichst bald wieder verließen. Die polnische Flüchtlingswelle der 1860er Jahre markierte den Abschluss der dritten Phase revolutionär geprägter Beziehungsgeschichte. Als Sinnbild der nun anbrechenden vierten Phase kann der Schuss gelten, mit dem die junge Russin Tatjana Leontjeva am 1. September 1906 im Grand Hotel Jungfrau in Interlaken den elsässischen Rentner Charles Müller niederstreckte. Es war der Falsche. Leontjeva, die sich selber als Abgesandte eines revolutionären Komitees bezeichnete, hatte ihr Opfer mit dem früheren russischen Innenminister Pjotr Durnovo verwechselt und folglich für einen Vertreter der verhassten Zarenmacht gehalten. Der Nebelspalter zeichnete spöttisch das Bild eingeschüchterter Schweizer Männer, die sich hinter übergroßen Namensschildern versteckten, um nicht Opfer einer ähnlichen Verwechslung zu werden. Also, mein Name ist Huber, nicht irgendwas mit Lapski, Awof, Ajew, Müller ist mein Name, ich heiße nicht Inski, Witsch und so weiter. Mit den polnischen Aufständischen und den polnischen Flüchtlingen, die für die Freiheit und Selbstverwirklichung ihrer Nation gekämpft hatten, konnte sich ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung identifizieren. Seit den späten 1860er Jahren kamen nun vermehrt auch Menschen mit anderen Hintergründen und Zielsetzungen aus dem Zarenreich in die Schweiz. Bildungswillige, darunter viele Frauen, denen in Russland ein reguläres Studium verwehrt war, und eben auch eine neue Art von politischen Flüchtlingen, die nicht mehr nur für Freiheit und nationale Gleichberechtigung kämpften, sondern eine radikale Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebten, wobei einige auch bereit waren, terroristische Anschläge zu verüben. Obwohl die Schweiz selber nie direkt ins Visier gewaltsamer Umsturzpläne geriet, begegneten die Eidgenossen diesen neuen politischen Flüchtlingen sozialrevolutionärer Prägung mit zunehmendem Unverständnis und Misstrauen. Auch in dieser Phase blieb aber die Solidarität mit Verfolgten zunächst eine wichtige Idealvorstellung. Tatjana Leontjeva, die Attentäterin von Interlaken, die übrigens keinerlei Reue zeigte, kam mit einer relativ milden Strafe davon. Vor dem Gericht in Thun hatte die Verteidigung eindringlich die Auswüchse der zaristischen Gewaltherrschaft geschildert und die Tat der jungen Russin mit dem Schuss von Wilhelm Tell verglichen. Dem Schweizer Publikum mag der Mord von Interlaken in diesem Lichte als ein zwar misslungener und der Form nach verwerflicher, an sich aber doch nachvollziehbarer Befreiungsschlag erschienen sein. Im Hintergrund solcher Ereignisse liefen die diplomatischen Drähte heiß. Informationen, Ermahnungen, Proteste wurden hin und her geschickt und der Bundesrat bemühte sich um außenpolitische Schadensbegrenzung. Etwas abseits der medialen Öffentlichkeit kooperierte die offizielle Schweiz denn auch durchaus mit den russischen Behörden, zum Beispiel auch im berühmten Fall des jungen russischen Revolutionärs Sergei Nechayev. Nechayev war nach einem Tötungsdelikt um 1870 in die Schweiz geflohen. Und schon bald folgten ihm selber auch Gerüchte mit Details über seine Tat, die eben offensichtlich besonders heimtückisch und brutal war. Und in diesem Fall boten nun die Schweizer Behörden Hand dazu, die verfolgte Tat nicht als politisch motiviert, sondern als gemeines Verbrechen zu interpretieren. Das hatte den großen Vorteil, dass man dem russischen Druck nachgeben und Nechayev ausliefern konnte, ohne dass damit die offizielle schweizerische Asyltradition, die Tradition des politischen Asyls, einen Kratzer bekam. Die Jahre zwischen 1914 und 1919 bilden die fünfte Phase unseres chronologischen Modells. Diese Phase der Beziehungsgeschichte war durch den Ausnahmezustand des Weltkriegs
und die eng damit verbundene innere Destabilisierung der russischen Staatsmacht geprägt. Gegen Ende dieser Phase brach das Zarenregime als diplomatischer Beziehungspartner ganz weg und wurde durch neue revolutionäre Formen russischer Staatlichkeit ersetzt. Im Zusammenhang mit Zimmerwald werde ich auf diese fünfte Phase, auch auf die hier dargestellte Ausweisung der Sowjetmission, gleich noch genauer eingehen. Das wären eigentlich unsere fünf Phasen. Wenn man jetzt dieses Phasenmodell noch ein bisschen weiterdenken möchte, dann könnte man die Jahre 1919 bis 1991 noch als eine sechste und letzte Phase einer revolutionär geprägten Beziehungsgeschichte betrachten. In dieser Phase verkehrte die Schweiz zunächst nur de facto, ab 1946 dann auch offiziell mit einem russischen Staat, der sich selber als eine Institutionalisierung der Revolution inszenierte. Diese Schweizer Karikatur thematisiert die demütigende Lage der Eidgenossenschaft gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Länger als andere Regierungen hatte sich der Bundesrat geweigert, das Sowjetregime offiziell zu anerkennen, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Schweizer Vermögenswerte, die in der Revolution verloren gegangen waren. Nun aber, da sich die Sowjetunion doch langfristig zu behaupten schien und sogar zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gehörte, blieb nichts anderes übrig, als kleinlaut eben selber um Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu bitten. Stalin und sein Außenminister Molotow schimpfen denn auch mit dem kleinen Schweizer wie mit einem törichten Kind. Wo bist denn so lang gewesen? Soweit also unser Phasenmodell im Überblick. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten und bilanzieren, welche Auswirkungen die enge Verquickung von Diplomatie und Revolution auf die Qualität der schweizerisch-russischen Beziehungen hatte. Die wichtigste Auswirkung bestand meines Erachtens darin, dass die Regierungskontakte mehrschichtig, manchmal auch widersprüchlich wurden und oft einer Gratwanderung durch verschiedene Spannungsfelder glichen. Ein erstes Spannungsfeld wäre jenes zwischen Vertragstreue und Selbstbestimmung. Am Anfang des diplomatischen Kontakts stand das Regelwerk der Wiener Verträge von 1815 und bis zum Untergang des Zarenregimes bildete dieser Rechtsakt den Angelpunkt, den diskursiven Angelpunkt jeder bilateralen politischen Kommunikation. Mit der Bundesgründung von 1848, die von St. Petersburg als revolutionärer Akt verurteilt wurde, stellte die Schweiz der Gültigkeit der Verträge ihren eigenen Anspruch auf nationale Selbstbestimmung entgegen. Je nach Opportunität argumentierte allerdings auch die Schweiz selber legalistisch. Als der französische Kaiser Napoleon 1863 zum Beispiel vorschlug, das brüchig gewordene System der Wiener Verträge zu überdenken, da bestand der Bundesrat darauf, dass diese Verträge, zumindest was die Schweiz betrifft, auch in Zukunft gültig bleiben müssten, denn immerhin garantierten diese Verträge ja auch die Unabhängigkeit und Unantastbarkeit der Schweiz. Die Ambivalenz zwischen Wohlwollen und Misstrauen begründete ein zweites Spannungsfeld der schweizerisch-russischen Diplomatiegeschichte. Zunächst beruhten die offiziellen Kontakte auf einer Tradition des gegenseitigen Wohlwollens. Die Eidgenossen vermochten zwar der autokratischen Staatsform, wie erwähnt, nur wenig Positives abzugewinnen, Russland wurde als Großmacht aber durchaus auch verehrt. Als Wirtschaftsraum war es für die Schweizer Exportindustrie von großem Interesse und vor allem seit dem 19. Jahrhundert wanderten Tausende von Schweizerinnen und Schweizern ins Zarenreich aus, um in der Fremde als Käser, Gelehrte, Gouvernanten, Kaufleute oder Industrielle ein besseres Leben zu finden. Umgekehrt begegnete St. Petersburg der kleinen Schweiz traditionell mit einer Art gönnerhaftem Wohlwollen. Diese freundliche Haltung wurde wohl auch durch persönliche Kontakte und Sympathien einzelner Herrscher beflügelt, etwa durch die Tatsache, dass Zar Alexander I. als Kind von einem Schweizer, von Friedrich César de la Harpe, erzogen worden war. Mit der
Mit dem Sieg der Liberalen, mit der endgültigen Etablierung auch demokratischer Prinzipien und der eigenmächtigen Bundesgründung von 1848 hatte sich die Schweiz aus Sicht der Zarenregierung aber auf die Seite der Revolution gestellt. Ernüchtert bemerkte der russische Gesandte Paul von Krüdener 1848: Il y a du bon sens dans le peuple suisse, mais il n'est pas toujours à l'abri de certaines fascinations qui, plus d'une fois, l'ont entraîné tout entier sur les traces des révolutionnaires. Ein weiteres Spannungsfeld eröffnete sich schließlich zwischen offiziellen und offiziösen Beziehungsformen. Hier geht es darum, dass sich unter dem Eindruck der Europäischen Revolution die Behördenkommunikation zwischen der Schweiz und Russland auf mehreren Ebenen abzuspielen begann. Zunächst auf einer offiziellen politischen Ebene. Hier prallten Ideologien, Stereotype, Wahrnehmungen aufeinander. Hier galt es, das eigene Gesicht zu wahren, die eigene Würde zu wahren. Daneben gab es eine ebenfalls offizielle, aber weitgehend unpolitische zweite Ebene pragmatischer Kooperation, wo es vor allem um Wirtschaftsfragen, um konsularische Fragen und solche Dinge ging. Und wichtig wurde nun aber vor allem auch eine dritte Ebene, die man auch sozusagen einen Graubereich am Rande des diplomatischen Parketts nennen könnte. Und hier verhandelten die beiden Regierungen eben abseits der Öffentlichkeit und abseits der Medien politisch brisante, vor allem für das Zarenregime interessante Fragen und fanden immer wieder zu einem informellen Einvernehmen, wie es eben auf der offiziellen Ebene nicht möglich gewesen wäre. Wenn man die gut 100 Jahre des offiziellen Kontakts 1814 bis 1919 im Überblick betrachtet oder im Rückblick betrachtet, dann ergibt sich der Eindruck einer gewissen revolutionären Spiegelbildlichkeit. Während zunächst die liberale Schweiz unter dem Verdacht der Revolutionsbegünstigung stand und das Misstrauen des Zarenregimes auf sich zog, wurden die Rollen mit den Revolutionen von 1917 vertauscht. Nun war es plötzlich die russische Staatsmacht, die in ihrer revolutionären Kompromisslosigkeit den bilateralen Austausch auf eine neue Grundlage stellte. Nun möchte ich also, wie bereits angekündigt, noch etwas genauer auf das Zeitfenster von 1914 bis 1919 eingehen und die Frage aufwerfen, inwiefern die Konferenz von Zimmerwald die offiziellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland tangierte. Um es gleich vorwegzunehmen, unmittelbare Auswirkungen sind kaum ersichtlich. Das erstaunt eigentlich. Denn dieses sozialistische Stell-dich-ein in ländlicher Idylle wäre durchaus geeignet gewesen, einen diplomatischen Eklat zu provozieren. Das Zarenregime beobachtete den Zustrom russischer Sozialisten in die Schweiz seit langem mit Argusaugen und intervenierte auch immer wieder beim Bundesrat. Deswegen, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts warf St. Petersburg dem Bundesrat regelmäßig vor, zu wenig energisch gegen revolutionäre Umtriebe vorzugehen. Und verschiedentlich sind auch Aktionen der zarischen Geheimpolizei in der Schweiz belegt, meistens aus Paris koordiniert. So zum Beispiel zwei Anschläge auf die Druckerei der Untergrundpartei Narodnaya Volja in Genf in den späten 1880er Jahren. Dass nun eine in der Schweiz abgehaltene Konferenz, die sich ganz direkt gegen das Zarenregime und seine Kriegspolitik richtete, keinen diplomatischen Eklat auslöste, dürfte vor allem zwei Gründe gehabt haben. Einerseits die erfolgreichen Geheimhaltungsmaßnahmen der Konferenzorganisation und andererseits auch die Tatsache, dass die Behörden die Bedeutung von Zimmerwald zunächst unterschätzten. Die Schweizer Polizeiorgane hatten die Konferenz bekanntlich verschlafen. Das heißt, nicht ganz. Die örtliche Polizei registrierte sehr wohl, dass etwas nicht stimmte in Zimmerwald mit dieser Gruppe von Fremden, die da im Kurhaus Beausejour sich trafen seit dem 5. September 1915. Es wurde dort nämlich getrunken, es wurde getanzt und das über die Sperrstunde hinaus. Außerdem versäumte es der Wirt, seine Gäste ordentlich in der Fremdenkontrolle einzutragen, wofür er prompt eine Buße erhielt. Sonst eigentlich nichts. Zum Ärger der Bundesanwaltschaft lieferte die Berner Polizei erst eine Woche nach Konferenzschluss
einen dürftigen Bericht zu den Vorkommnissen. Aber auch die zarische Gesandtschaft in Bern reagierte mit Verspätung. Erst am 19. September, also 10 Tage nach Konferenzende, informierte der Gesandte Bacharach das russische Außenministerium lapidar: in Zimmerwald, in der Nähe von Bern, fand ein internationaler sozialistischer Kongress statt. Die Gesandtschaft berichtete darüber, welche Parteien und Länder an der Konferenz vertreten waren, und in der Folge bildeten Zimmerwald und Kiental dann immer wieder Themen einer allerdings erstaunlich gelassenen diplomatischen Korrespondenz zwischen der Gesandtschaft in Bern und dem Außenministerium in St. Petersburg. Obwohl die Konferenz also keine unmittelbaren diplomatischen Konsequenzen nach sich zog, stellt sie doch ein bemerkenswertes Kapitel der schweizerisch-russischen Beziehungsgeschichte dar. Dies einfach deshalb, weil in Zimmerwald eine ganze Reihe von Personen zusammentrafen, die wenig später direkten Einfluss auf die bilaterale Regierungskommunikation nehmen sollten. Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns einige dieser Personen und ihre Rolle im schweizerisch-russischen Wechselspiel etwas genauer betrachten. Ob der Einfluss dieser Personen dann mit so etwas wie einem Geist von Zimmerwald in Verbindung gebracht werden kann, wäre abschließend zu diskutieren. Beginnen möchte ich mit dem Spiritus Rector der Zimmerwalder Konferenz mit Robert Grimm. 1915 war Grimm bereits ein etablierter und gut vernetzter sozialdemokratischer Politiker mit zahlreichen Ämtern auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene. In Zimmerwald kümmerte sich Grimm um alles, wie es der Historiker Willi Gautschi formuliert hat. Grimm sondierte, Grimm mobilisierte und organisierte, Grimm präsidierte die meisten Diskussionen, er vermittelte und war dann auch maßgeblich an der Schlussredaktion des Konferenzmanifestes beteiligt. Wieso legte sich Grimm so ins Zeug für Zimmerwald? Ein Grund lag sicher darin, dass die Zweite Internationale, für die er sich ebenfalls schon länger engagierte, mit dem Ausbruch des Weltkriegs an Bedeutung verloren hatte. Einfach deshalb, weil sich die meisten Oppositionsparteien angesichts der äußeren Bedrohung loyal zu ihren nationalen Regierungen verhielten. Stichwort Burgfriedenspolitik. Zimmerwald war eine Möglichkeit, der internationalen oppositionellen Zusammenarbeit neuen Schwung zu verleihen. Zu Lenin und seinen Extrempositionen hatte Grimm ein distanziertes Verhältnis. Was allerdings Russland betrifft, wünschte sich Grimm wie Lenin den Sturz des Zarenregimes herbei. Entsprechend enthusiastisch reagierte er auf die Februarrevolution von 1917 und auf die Ablösung der zarischen Autokratie durch eine parlamentarisch legitimierte provisorische Regierung. Um eine angemessene Reaktion der offiziellen Schweiz auf dieses großartige Ereignis in Russland sicherzustellen, reichte Grimm als Nationalrat noch im März 1917 eine Motion ein. Diese Motion war getragen von der Vision eines friedlichen Russland, das sich nun gewissermaßen zu einer Schwesterrepublik der Schweiz wandelte. Wenn es nach Grimm und einigen seiner Ratskollegen gegangen wäre, hätte die Große Kammer des Schweizerischen Parlaments die Februarrevolution mit folgenden Worten begrüßt: Die Schweizerische Volksvertretung, die Repräsentantin der ältesten Demokratie Europas, entbietet der russischen Revolution freudigen Gruß und Glückwunsch. In dieser unheilvollen Zeit des Grauens erblickt der Schweizerische Nationalrat in dem weltgeschichtlichen Ereignis den glorreichen Aufstieg jener demokratischen und freiheitlichen Ideen, welche die Grundlage der Helvetischen Republik und den lebendigen Inhalt ihrer Verfassung bilden, und erwartet von der Demokratisierung des bisherigen Zarenreiches eine der Bürgschaften für den endlichen Triumph des Friedens und der Verständigung der Völker über die Schreckensherrschaft des Krieges. Doch es kam nicht so. Die Mehrheit des Nationalrats lehnte den Vorschlag Grimms aus neutralitätspolitischen Gründen ab. Außerdem widerstrebte es vielen, so direkt einer Revolution zu huldigen. Nach der Februarrevolution reiste Grimm selber nach Russland.
Das vordergründige Ziel seiner Reise bestand darin, die Zustimmung der provisorischen Regierung zur Heimkehr der noch in der Schweiz befindlichen russischen Emigranten zu erhalten. Ganz offensichtlich gab es für Grimm aber noch ein zweites Ziel in Russland, nämlich die Mithilfe bei der konspirativen Vorbereitung eines Separatfriedens zwischen Deutschland und Russland. Für die Alliierten, aber auch für die provisorische Regierung in Petrograd war die Perspektive eines solchen Separatfriedens absolut inakzeptabel. Man fürchtete, dass die Deutschen dann die Möglichkeit gehabt hätten, Truppen von der Ostfront abzuziehen und im Westen einzusetzen. Allerdings, ebenfalls für einen baldigen Frieden trat auch im Interesse der Schweiz Bundesrat Hoffmann ein, der damalige Chef des politischen Departements. Hoffmann ließ sich dazu hinreißen, Grimm Informationen über die Kriegsziele der Mächte zuzuspielen und machte sich damit selber der Agitation für einen Separatfrieden verdächtig. Prompt wurde sein Telegramm abgefangen und publik gemacht. Grimm wurde danach aus Russland ausgewiesen und Bundesrat Hoffmann erklärte am 19. Juni unter internationalem Druck seinen Rücktritt. Hier ein Ausschnitt aus der Berichterstattung der NZZ an diesem Tag oder am Tag darauf. Ein zweiter Schweizer Politiker, der in Zimmerwald dabei war und zu einer wichtigen Figur der schweizerisch-russischen Beziehungen wurde, ist Fritz Platten. Der spätere Nationalrat war zum Zeitpunkt von Zimmerwald Mitglied der Geschäftsleitung der SP Schweiz und, wie übrigens Grimm auch, mit einer aus dem russischen Reich stammenden Frau verheiratet. Plattens biografische Verbindung zu Russland geht aber viel weiter als bei Grimm. Zu erwähnen wäre etwa, dass er nach abgebrochener Schlosserlehre bereits an der Revolution von 1905 in Riga teilgenommen hatte und mehrere Monate in russischer Haft saß. Außerdem war er auch sonst viel enger als Grimm mit Russland verbunden und vor allem auch mit Lenin und seinem politischen Lager verbandelt. Schon als sich die linken Internationalisten um Lenin am Vorabend der Zimmerwalder Konferenz über ihre Taktik berieten, war Platten als einziger Schweizer dabei. 1923 wanderte Platten bekanntlich hoffnungsvoll in die Sowjetunion aus. Er nahm dort viele verschiedene Projekte in Angriff und genoss als Freund Lenins zunächst auch großes Ansehen. Wie viele andere Angehörige der frühen bolschewistischen Elite geriet Platten dann aber in die Fänge der stalinistischen Säuberungspolitik. 1942 wurde er im Gulag hingerichtet. Plattens Bedeutung für die schweizerisch-russischen Beziehungen der Kriegs- und Revolutionszeit liegt einerseits darin, dass er nach der Februarrevolution maßgeblich jenen Transport organisierte, der Lenin aus der Schweiz zurück nach Russland brachte. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben. Damit trug Platten wahrscheinlich nicht unwesentlich dazu bei, dass die schweizerische Diplomatie schon im November 1917 einem gänzlich neuartigen Regime gegenüberstand. Bedeutsam war aber auch der Einsatz Plattens für die Etablierung einer revolutionären russischen Diplomatie in der Schweiz. Kurz nach der Oktoberrevolution erklärte Trotzki alle russischen Auslandsvertreter, die sich gegenüber der neuen bolschewistischen Macht nicht loyal zeigten, für abgesetzt. Zu den vielen russischen Diplomaten, die den Kontakt mit den Bolschewiki verweigerten und der provisorischen Regierung treu blieben, gehörte auch der russische Geschäftsträger in der Schweiz, Andrei Onu. Onu sah sich nun aber bald schon mit bolschewistischen Emissären konfrontiert, die in die Schweiz einreisten und ihm seine Stellung als russischer Vertreter strittig machten. Fritz Platten stand im Kontakt mit solchen bolschewistischen Emissären und unterstützte sie bei ihrer Tätigkeit, eine Tätigkeit, die oft am Anfang eben noch impulsiv und wenig koordiniert vor sich ging. Am 10. April 1918 erfolgte eine gewisse Klärung, als das Sowjetregime dem schweizerischen Konsulat in Moskau mitteilte, ein gewisser Jan Bersin sei zum bevollmächtigten Vertreter der Föderativen Sowjetrepublik Russland in der Schweiz ernannt worden. Auch Jan Bersin kennen wir bereits aus Zimmerwald.
Er hatte an der Konferenz als lettischer Delegierter unter dem Decknamen Winter teilgenommen und zum linken Block der Internationalisten um Lenin gehört. Wie Lenin war Bersin nach der Februarrevolution aus dem Exil ins Russische Reich zurückgekehrt und dann nach der Oktoberrevolution in die höchsten Sphären der neuen Sowjetmacht aufgestiegen. Obwohl die Schweiz das bolschewistische Regime offiziell nicht anerkannte, sah sich der Bundesrat gezwungen, minimale Kontakte mit Bersin zu unterhalten, um die Sicherheit der eigenen Landsleute und auch die Sicherheit der Schweizer Vertretung, die immer noch in Petrograd war, nicht zu gefährden. Bersin drohte auch ganz offen mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Schweizer in Russland, wenn auf seine Forderungen nicht eingegangen wurde. Auf diese Weise gelang es ihm im Mai 1918, mit einer rund 12-köpfigen Sowjetdelegation in die Schweiz einzureisen. Mit einer Mischung aus brachialer Gewalt, aber auch juristischem Geschick, brachten es Bersin und seine Leute fertig, die alte russische Gesandtschaft aus ihrem angestammten Gebäude an der Schwanengasse 4 in Bern zu verdrängen und dort ihren eigenen Posten zu eröffnen. Wie schon zur Zarenzeit hatte die russische Vertretung in Bern auch unter bolschewistischer Führung nur teilweise die Schweiz selber im Visier. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, von der neutralen Schweiz aus die umliegenden Länder zu beobachten, Kontakte zu knüpfen und Europa mit zweckdienlicher Information, im Klartext mit revolutionärer Propaganda, zu versorgen. Bei all dem kommt nun auch wieder Fritz Platten ins Spiel. Dem Vernehmen nach, so berichtet es die Bundesanwaltschaft, war Platten von den neuen Machthabern in Russland zum diplomatischen Beirat der Sowjetvertretung in Bern bestimmt worden und seine Frau sollte russische Konsulin in Zürich werden. Tatsächlich scheint Plattens Frau dann im Sekretariat der Mission gearbeitet zu haben und schweizerische Polizeidetektive registrierten auch sonst einen regen Verkehr der Plattens mit der Sowjetmission. Die eng mit der Delegation Bersins verflochtene Propagandaagentur Russische Nachrichten gab gewisse Schriften unter Plattens schützendem Namen heraus und verschiedentlich setzte sich Platten auch direkt beim Bundesrat für die Sowjetvertretung ein, wobei er mit Protesten der Schweizer Arbeiterschaft drohte. Das wirkte. Gegen Ende des Jahres 1918, also schon wenige Monate nach der Eröffnung der Berner Sowjetmission, eskalierte die Nervosität der Schweizer Behörden. Es war die Zeit, als die Bolschewiki in Russland dem ersten Jahrestag ihrer Revolution entgegenblickten. Es war die Zeit, als revolutionäre Erhebungen das Nachbarland Deutschland zu erfassen begannen und in der Schweiz die Vorbereitungen zu einem großen, noch nie dagewesenen Landesstreik auf Hochtouren liefen, wobei Robert Grimm bekanntlich wieder eine führende Rolle spielte. Unter diesen Bedingungen teilte der Bundesrat dem Missionschef Bersin am 8. November 1918 mit, seine Delegation müsse die Schweiz in den nächsten Tagen verlassen. Gegenüber der Presse wurde dieser Schritt damit begründet, dass die Sowjetmission die gewaltbereite, planmäßige und immer weiter um sich greifende Propaganda bolschewikischer Agenten unterstützt habe. Am 12. November, zu Beginn des Landesstreiks, wurde die Ausweisung dann unter militärischem Geleit und unter Pfiffen der schaulustigen Bevölkerung vollzogen. Im Tross der abziehenden Sowjetmission saß übrigens eine weitere Teilnehmerin von Zimmerwald, Angelika Balabanova, italienische Sozialistin ukrainischer Herkunft. Sie war Mitte Oktober 1918 als angebliche Rotkreuz-Vertreterin mit einem Diplomatenpass in die Schweiz eingereist. Sie hatte dann so im Dunstkreis der Sowjetmission gewirkt, ohne von Bersin, der ihr eher ablehnend gegenüber stand und es nicht recht einsah, was sie jetzt auch noch hier wollte, wirklich kontrolliert zu werden. Schließlich ist aber noch das Wichtigste zu erwähnen. Mit Lenin, Trotzki, Sinowjew und Radek waren im September 1915 Personen an den Diskussionen im Zimmerwalder Beauséjour beteiligt, die nur gut zwei Jahre später eine neue Form russischer Staatlichkeit kontrollierten.
Sie waren damit in der Lage, die Qualität der schweizerisch-russischen Beziehungen fundamental zu verändern. Vor allem Lenin als Vorsitzender des Rats der Volkskommissare und Trotzki als Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten stellten für die Schweiz, für ihre vorerst noch in Petrograd ausharrende Gesandtschaft und überhaupt für die Schweizer Kolonien in Russland nun wichtige, entscheidende Bezugsgrößen dar. Diese neue Sowjetführung, die von der Emigration her ja sehr gut mit der Schweiz vertraut war, diese neue Sowjetführung ließ die Ausweisung der Mission Bersin durch den Bundesrat nicht unbeantwortet. Radek sprach vom Fußtritt eines Esels und nur wenige Tage nach der Abschiebung der Sowjetdelegation, 19. November 1918, wurde ein Wertsachendepot der Schweizerischen Gesandtschaft in Petrograd von Unbekannten geplündert. Die Sowjetbehörden bestritten jede Beteiligung, doch für die schweizerische Diplomatie war von Anfang an klar, dass es sich dabei um eine behördlich inszenierte oder zumindest geduldete Reaktion auf die Ausweisung Bersins handeln müsse. So oder so, das schweizerisch-russische Verhältnis wurde nun auch auf dem russischen Schauplatz zunehmend unerträglich. Mit Blick auf das Schicksal der Schweizer Kolonien war Bern zwar daran interessiert, den Kontakt nicht ganz abreißen zu lassen, aber die Sowjetführung gab sich mit einer einseitigen Vertretungssituation nicht zufrieden und verlangte ultimativ die Wiederzulassung einer Sowjetdelegation in der Schweiz. Daraufhin wies der Bundesrat den Ministerresidenten Junot in Petrograd Ende 1918 an, mit der Gesandtschaft in die Schweiz zurückzukehren. Nach einem mühsamen Entflechtungsprozess, der auf beiden Seiten von massiver Druckausübung und zum Teil auch von behördlich angeordneten Geiselnahmen begleitet wurde, traf Junots Gesandtschaft dann im März 1919 in der Schweiz ein. Ich komme zum Schluss. Wie wäre nun also die Bedeutung von Zimmerwald im Rahmen einer Geschichte der offiziellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland einzuschätzen? Dazu drei kurze Bemerkungen. Erstens, unmittelbare Konsequenzen der Konferenz auf die bilaterale Regierungskommunikation sind nach meinem Kenntnisstand nicht auszumachen. Interessant ist aber, dass einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer später zu Schlüsselfiguren der offiziellen bzw. offiziösen Kontakte avancierten. Es sind dies teilweise Personen, die davon profitierten, dass sie in Zimmerwald zum engsten Umfeld Lenins gehört hatten. Zweitens, das Manifest, das die Konferenz am Schluss verabschiedete, erhob vor allem drei Forderungen. Frieden ohne Annexionen, keine Kriegsentschädigungen, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Diese Forderungen richteten sich primär an die kriegführenden Mächte und tangierten die neutrale Schweiz nur indirekt. Das Anliegen des Friedens wurde nun aber auch im Rahmen der schweizerisch-russischen Beziehungen zu einem wichtigen und kontroversen Thema, nicht zuletzt auch durch die Aktivitäten Grimms unmittelbar nach der Februarrevolution. Und drittens, folgenreicher als das Manifest, auf das sich die Konferenzteilnehmer nach zähem Ringen einigten, wurde für die Schweiz der spätere Erfolg des linken Flügels von Zimmerwald. Nach der Oktoberrevolution verfügte Lenin über die Macht, seine zum Teil schon 1915 vertretenen Positionen durchzusetzen, zum Beispiel betreffend Gründung einer neuen kommunistischen Internationale. Die Auswirkungen der neuen Machtverhältnisse in Moskau und Petrograd tangierten die Schweizer Diplomatie, vor allem aber tangierten sie auch Tausende von Russlandschweizerinnen und Russlandschweizer, die ihre bisherige Existenz in Russland verloren. Ich glaube, die Schweiz ist das revolutionärste Land der Welt. Lenin sagte das 1916 vor der Zürcher Tonhalle zu Ernst Nobs, der übrigens selber auch dabei war, nicht in Zimmerwald, aber an der Nachfolgekonferenz von Kiental. Lenin hatte sich hier wohl geirrt und es vielleicht auch gar nicht so ernst gemeint. Interessant ist für uns aber doch, dass nicht zuletzt eine Konferenz im Kanton Bern dazu beitrug, die Position Lenins zu festigen und den bisher wenig Bekannten populär zu machen. Genau davor hatte sich das Zarenregime aber schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gefürchtet. Dass sich in der kleinen Schweiz
ein revolutionärer Herd herausbildet, dessen Auswüchse der bestehenden Ordnung in Europa gefährlich werden konnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Peter, für diesen Vortrag. Können Sie mich hören? Ist das Mikrofon an? Ja? Sie können mich trotzdem hören, aber es ist mir wichtig, dass Ihre nachfolgenden Fragen auch auf dem Podcast drauf sind. Ja, gerne reiche ich dann das Mikrofon auch gleich weiter, wenn hier bereits Fragen sind. Wie war der Umgangston zwischen den Konferenzteilnehmern? Konnten die Russen Deutsch oder konnten die Schweizer Russisch? Also bei Lenin ist es klar, aber die anderen? Da stellen Sie mir jetzt gerade eine Frage, bei der ich ein bisschen überfragt bin. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die meisten Deutsch können, aber sind in diesem Raum, muss ich sagen, sind Leute, die viel genauer mit dem Ablauf der Konferenz vertraut sind als ich, und vielleicht darf ich die Frage da auch weiterreichen. Die Konferenz sprach ja Deutsch. Und alles wurde auf Deutsch. Das Manifest wurde ja dann auch auf Deutsch publiziert. Und der Umgangston vielleicht, das war ja auch noch eine Frage, also das ging sehr heftig zu und her. Gerade das Lager um Lenin hat ständig immer wieder damit gedroht, auch die Konferenz zu sprengen, die Sitzungen zeitweise verlassen und dann ist dann doch wieder reingekommen. Also das war wirklich ein Hickhack und eine sehr intensive Sache. Auch die Nacht wurde zum Tag gemacht, also sehr intensiv. Und ganz interessant sind die Schimpfwörter. Der Krim und der Lenin, die haben sich so geschimpft und alles auf Deutsch. Wunderbar. Ich nutze jetzt gerade die Gelegenheit, selbst noch eine Frage zu stellen. Und zwar gerne würde ich noch mal zurückgehen auf das 19. Jahrhundert und dich fragen, ob du noch ein bisschen etwas über das diplomatische Personal sagen kannst auf beiden Seiten. Gibt es da Gemeinsamkeiten, gibt es eine gewisse Affinitäten, die sich wiederholen, Strukturen in dem diplomatischen Personal, das zwischen der Schweiz und Russland eingesetzt wurde? Es war eine sehr asymmetrische Vertretungssituation, das kann man sagen. Also die Schweiz hat erst 1906 überhaupt eine diplomatische Vertretung in Russland eröffnet, währenddem eben eigentlich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1814, das bezieht sich vor allem auf die Installation eines zarischen Abgesandten in der Schweiz. Und diese asymmetrische Vertretungssituation spiegelt auch ein bisschen die wechselseitigen Interessen, die eben auch ganz unterschiedlich waren. Also das Zarenreich war an der Schweiz vor allem aus politischen Gründen interessiert. Ich habe das erwähnt, man wollte die Schweiz eben als einen Puffer in Europa formen auch. Die Schweiz war ein Element der politisch durchdachten neuen Ordnung in Europa. Man hat die Schweiz auch benutzt als Beobachtungsposten, um eben die umliegenden Länder auszukundschaften. Auch die Neutralität der Schweiz immer wieder genutzt, um in Konfliktsituationen sich treffen zu können. Also ein eminent politisches Interesse, das dann noch verstärkt wurde, als viele politische Emigranten in der Schweiz waren, die man dann auch beobachtete. Umgekehrt war die Schweiz an Russland vor allem wirtschaftlich interessiert. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass es eben bis 1906 nur Konsulate gab, schweizerische Konsulate in Russland, die in relativ großen Distanzen natürlich voneinander verstreut, aber in den verschiedensten Teilen des Zarenreichs, also auch in Polen, in der Ukraine und an anderen Orten waren. Also von daher war es eigentlich nicht eine Begegnung auf Augenhöhe, bis dann die Gesandtschaft 1906 eingerichtet wurde. Die Ausweisung der russischen Botschaft hat die in der Arbeiterbewegung irgendwelche Reaktionen ausgelöst? Oder wurde das einfach hingenommen als Teil des Generalstreiks?
Es gab sehr viele Reaktionen, also auch in Russland selber, also Bersin und Balabanovo, als die in Russland waren, haben sie sich sehr darüber beklagt. Erstens mal über die Ausweisung selber und auch über die Art und Weise, wie sie behandelt wurden, und haben das propagandistisch dann auch ausgenutzt. Sie haben auch sehr stark betont, wie wichtig ihr Engagement gewesen sei für das, was in der Schweiz dann passiert ist mit dem Landesstreik, mit der revolutionären Bewegung. Ich glaube, das kontrastiert aber ein bisschen zu dem, was man wirklich nachweisen kann. Also es war auch eine große Diskussion, lange in der Forschung, wie wichtig war diese Sowjetmission für das, was in der Arbeiterbewegung in der Schweiz passierte und auch für die Organisation des Landesgeneralstreiks. Und ich glaube, hier kann man schon sagen, dass auf der Ebene des Diskurses und der Anheizung einer revolutionären Stimmung sicher eine gewisse Bedeutung da ist. Was aber nicht gelungen ist, ist zu zeigen, dass es jetzt eine direkte organisatorische Involvierung gab. Deshalb, ja, ich denke, diese Ausweisung der Sowjetmission darf man auch nicht überschätzen, oder die Bedeutung dieser Sowjetmission für die Schweizer Arbeiterschaft. Und ich glaube, die Proteste, die dann tatsächlich stattfanden während des Landesgeneralstreiks, die hatten auch eine andere Stoßrichtung, als jetzt irgendwie sich einzusetzen für diese russische Delegation. Also ich würde sagen, eher nicht so große Auswirkungen. Welche Rolle spielte der Fall Conradi für die schweizerisch-russischen Beziehungen? Das war ja dann erst 1923. Also Conradi war ein ehemaliger Russlandschweizer, der den Sowjetdiplomaten Worowski umbrachte 1923. Er hat dabei geschrien, voilà pour les communistes. Und das hatte eine sehr große Auswirkung für die schweizerisch-russischen Beziehungen. Aber das war lange nach dieser Zeit. Bereits, als es keine offiziellen Beziehungen mehr gab, als man aber sich herantastete, ob man auch auf dem wirtschaftlichen Bereich wieder Beziehungen anbahnen könnte. Und 1923 mit diesem Attentat war vorerst Schluss, damit nach dem Attentat auf Worowski durch Conradi verhängte die Sowjetführung einen ökonomischen Boykott gegen die Schweiz. Und das hat also die Beziehungen auf einen nächsten Tiefpunkt gebracht. Ich wollte noch eine Frage stellen zu dem, was du erzählt hattest über den russischen Geheimdienst, der so gar keine Interessen an Zimmerwald hatte. Das hat mich immer erstaunt, weil ich habe auch keine Dokumente dazu gefunden, und ganz im Gegensatz dazu interessierte sich ja der französische Geheimdienst sehr. Österreich war bestens informiert, also der österreichische Militärattaché wusste, da findet was statt, sie konnten niemanden wirklich einschleusen. Außer man weiß, dass Karl Mohr für die deutsche Seite und für die Österreicher spioniert hat. Karl Mohr war auch ein Teilnehmer der Zimmerwalder Konferenz. Also verschiedenste Geheimdienste Europas hatten ein Interesse herauszufinden, was es mit dieser Zimmerwalder Konferenz und der Zimmerwalder Bewegung auf sich hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich die Ochraner selber so blind auf beiden Augen war, weil eben Lenin selber lässt sie ja schon ab 1903 in Genf beschatten. Das heißt, man wusste, hier hat man es mit einem Revolutionär zu tun. Ich glaube, Radek wurde auch beschattet, Trotzki auch. Die Österreicher haben ja auch Trotzki, Sinowjew und Lenin extra in die Schweiz gelassen, weil man wusste, welches explosive Material sie da mit sich führen. Ich habe das nie ganz verstanden. Ich weiß nicht, weil du hast gesagt, eben einerseits haben die Zimmerwalder so dicht gehalten, aber gibt es noch einen anderen Grund, dass der russische Geheimdienst einfach ein ganz anderes Interesse in der Schweiz damals hatte oder sich auf ein anderes Problem konzentrierte? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, man muss hier ein bisschen auseinanderhalten. Einerseits die Diplomatie, die Gesandtschaft in Bern, und andererseits eben den Geheimdienst, die Stoßtrupps der Ochraner, die häufig von der Pariser Agentura aus koordiniert wurden. Und dazu muss man sagen, dass die Gesandtschaft natürlich meistens irgendwie informiert war darüber, was der Geheimdienst macht oder die Geheimpolizei macht, aber nicht immer und nicht genau. Also es ist durchaus möglich, dass hier in der Forschung auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also ich selber kenne vor allem die diplomatischen Akten,
Und dort habe ich nichts gefunden, das hat mich erstaunt. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wenn man gezielte Forschung macht, jetzt noch in den Archiven eben der Ochrana, der dritten Abteilung, dass dort vielleicht noch etwas zum Vorschein kommt. Allerdings, es ist vielleicht schon ein bisschen so, wie du auch angetönt hast, dass einfach sehr viele andere Probleme auch im Vordergrund standen. Also bei der Gesandtschaft ist es ganz, ganz deutlich, dieser gesamte Bacharacht, der war hypogestresst in dieser Zeit. Es war die Zeit, als sehr viele Russen in der Schweiz nach Hause wollten wegen des Krieges, vor großen finanziellen Problemen standen. Er hat Hochseedampfer organisiert, um diese Leute zu repatriieren. Die Rückreise war nicht trivial, weil er Feindesland zwischen der Schweiz und Russland lag. Hochkomplex, die Leute haben ihn bedrängt. Also wenn man diese Akten liest aus dieser Zeit, bekommt man das Gefühl einer großen Anspannung mit ganz anderen Problemen. Und ich habe das Gefühl, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Erklärt aber nicht unbedingt die Haltung des Geheimdienstes. Wie gesagt. Noch eine Frage. Ist es verwirrt, dass der deutsche Kaiser die Reise von Lenin bezahlt hat und auch die Revolution finanziert hat? Ich kann das so nicht bestätigen. Was verbürgt ist, glaube ich, ist, dass es Kontakte gab zwischen Lenin und der deutschen Gesandtschaft über diese Reise und die Möglichkeit, eben durch Deutschland zu reisen, durch die Vermittlung von Platten. Das andere kann ich nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Ich glaube, was einigermaßen als gesichert gilt, ist natürlich schon, dass die Deutschen ein gewisses Interesse hatten, Russland eben zu schwächen, indem man revolutionäre Elemente stärkte und in dem Sinn auch die Heimreise Lenins unterstützte. Aber das ist allgemeiner. Ich weiß es nicht. Wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken für diesen wirklich sehr spannenden Überblick. Bei Ihnen fürs Kommen, fürs Mitmachen. In 2 Wochen sind wir wieder hier. Da geht es um die russischen Studentinnen. Ja, danke.